Moin, willkommen in Hamburg. In diesem Video könnt ihr noch ein paar Bilder vom Hochwasser in Hamburg am 22. Dezember 2023 sehen. Und zwar vom Oberhafenkanal und den Norderelbbrücken. Damals war das Orkantief Soltan über Deutschland hinweggezogen. Der Wasserstand lag in Hamburg rund 3 Meter über dem mittleren Hochwasser. Wundert euch nicht, dass in den meisten Szenen Windgeräusche zu hören sind, denn eine Sturmflut entsteht nun mal, wenn ein Sturm oder Orkan bei Hochwasser zusätzlich das Wasser von Westen elbaufwärts drückt. Die Landzunge am Bilhafen-Löschplatz mit dem blauen Kran steht vollständig unter Wasser. Im Hintergrund seht ihr die Bauruine des Elbtowers, wo zurzeit wegen Geldmangels die Arbeiten ruhen. Am 21. Dezember hatte die DB wegen des Sturms den Fernverkehr eingestellt. Am 22. Dezember fuhren allerdings am Vormittag wieder Züge wie dieser ICE. Auch ein Flixtrain ist hier unterwegs, vermutlich in Richtung Berlin. An den Brückenpfeilern könnt ihr sehen, dass das Hochwasser seinen höchsten Stand schon überschritten hat und wieder abläuft. Zwei S-Bahnen begegnen sich an der Brücke über den Oberhafenkanal. Auch der Fuß- und Radweg unter der Billhorner Brückenstraße hindurch nach Rothenburgs Ort war teilweise im Wasser verschwunden. Etwas weiter südlich bei den Norderelbbrücken stehen manche Bäume im Wasser.
Auch am südlichen Ufer, beim Vetteler Elbdeich, steht das Wasser noch recht hoch. Hier seht ihr rechts die Straßenbrücke, in der Mitte den Elbtower und links die Eisenbahnbrücken. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.